Ich will, dass man sie in ihrem Hochzeitskleid beisetzt, mit weißen Schuhen und einem Brautkranz. Man soll ihr Haar über der Schulter ausbreiten. Drei Särge, eine aus Eiche, eine aus Mahagoni, eine aus Blei. Man soll mich nicht trösten, ich werde stark sein. Man decke ein ganz großes Stück grünen Samtes über sie. Ich will es so haben. Führt es aus. Emmas Vater traf ein. Den Brief des Apothekers hatte er erst 3 Tage nach dem Tod seiner Tochter erhalten. Zuerst hatte er gedacht, es sei ein Scherz oder ein Racheakt, den ihm jemand spielen wollte. Als er aber das schwarze Tuch sah, wurde er auf dem Marktplatz ohnmächtig. Wieder zu sich gekommen, fiel er tränenüberströmt in Bovarys Arme. Nach dem Begräbnis schien er beruhigt. Vielleicht empfand er, gleich all den anderen, eine vage Erleichterung, dass nun alles überstanden sei. Auf dem Rückweg rauchte er in aller Ruhe seine Pfeife, was Monsieur Homais insgeheim recht unschicklich fand. Dann verließ er den Ort der Trauer, ohne sein Enkelkind gesehen zu haben. Es würde ihn zu sehr schmerzen, meinte er. Rodolphe, der zur Zerstreuung sich den ganzen Tag im Wald herumgetrieben hatte, schlief seelenruhig in seinem Schloss. Und Léon tat dasselbe. Es gab aber jemanden, der um diese Zeit nicht schlief. Auf dem Grab kniete ein Kind zwischen den Tannen und weinte. Von Tränen geschüttelt drang es im Dunkeln nach Atem. Niedergedrückt von unendlicher Traurigkeit, milder als der Mondschein und grenzenloser als die Nacht. Es war Justin. Die kleine Berthe hatte man zu Verwandten gebracht. Als sie wieder zurückkam, fragte sie nach ihrer Mutter. Man antwortete ihr, diese sei verreist und werde ihr Spielsachen mitbringen. Dann sprach das Kind noch einige Male davon, doch mit der Zeit dachte sie nicht mehr daran. Die Fröhlichkeit seiner kleinen Tochter machte Charles traurig. Und obendrein musste er sich noch das einfältige Gerede des Apothekers anhören. Aus Achtung oder aus einer Art sinnlichem Genuss, der ihn veranlasste, alles langsam aufzuarbeiten, hatte Charles das Geheimfach eines Palisanderschreibtisches, den Emma gewöhnlich benutzte, noch nicht geöffnet. Eines Tages setzte er sich endlich davor, drehte den Schlüssel und drückte auf die Feder. Alle Briefe von Léon waren hier aufbewahrt. Diesmal gab es keinen Zweifel. Er verschlang sie bis zum Letzten. Er stöberte in allen Ecken, allen Möbeln und Schubladen, hinter den Tapeten, schluchzend, schreiend, verzweifelt, wie von Sinnen. Er entdeckte eine Schachtel und trat mit dem Fuß dagegen. Inmitten eines Stoßes durcheinandergeratener Liebesbriefe sprang ihm Rodolphes Bild in die Augen. Keiner wunderte sich über Charles' Niedergeschlagenheit. Er ging nicht mehr aus, empfing niemanden und weigerte sich sogar, seine Patienten zu besuchen. Als er eines Tages doch auf den Markt von Argueil gegangen war, um dort sein Pferd, seinen letzten Besitz, zu verkaufen, begegnete er Rodolphe. Beide erbleichten, als sie einander sahen. Rodolphe, der nur seine Visitenkarte geschickt hatte, stotterte zunächst einige Entschuldigungsworte, fasste dann Mut und besaß noch dazu so viel Dreistigkeit, Bovary zu einer Flasche Bier ins Wirtshaus einzuladen. Er saß ihm gegenüber, die Ellenbogen auf dem Tisch, und kaute beim Reden auf seiner Zigarre. Charles verlor sich in Träumereien beim Anblick dieses Gesichtes, das sie geliebt hatte. Der andere redete immerzu von Ackerbau, von Vieh und Dünger und füllte alle Pausen, in die sich eine Anspielung hätte einschleichen können, mit Banalitäten, die ihm gerade so in den Sinn kamen. Charles hörte ihm nicht zu. Rodolphe bemerkte es und konnte die vorbeiziehenden Erinnerungen an dessen Mienenspiel ablesen. So nach und nach wurde Charles' Gesichtsfarbe purpurrot. Seine Nasenflügel bebten, die Lippen zitterten. Einen Augenblick lang heftete er sogar seine Augen voll finsterer Wut auf Rodolphe, der starr vor Schreck fast in Stocken geriet. Doch da erschien schon wieder die gleiche, todtraurige Müdigkeit auf dem Gesicht von Bovary. »Ich zürne Ihnen nicht«, sagte er. Rodolphe verharrte schweigend, und Charles, den Kopf in beide Hände gestützt, sagte nochmals mit versagender Stimme,
und in resignierendem Ton unendlichen Schmerzes. Nein, ich zürne ihnen nicht mehr. Er fügte sogar noch ein großes Wort hinzu, das einzig Erhabene, das er je gesprochen hatte. Die Schuld liegt beim Schicksal. 36 Stunden später fiel er plötzlich zu Boden. Er war tot. Seit Bovarys Ableben haben drei Ärzte nacheinander versucht, sich in Yonville niederzulassen, jedoch ohne Erfolg. Homais war es sofort gelungen, sie zu ruinieren. Er selbst betreibt jetzt eine riesige Praxis, die Behörden drücken ein Auge zu und die öffentliche Meinung schützt ihn. Kürzlich erhielt er das Kreuz der Ehrenlegion.